Wie sieht es denn hier aus? Gibt es hier irgendwas zu feiern? Ja. Was denn? Schulanfang. Von wem? Von mir. Hallo, Freunde. Hallo, Freunde. Hallo, Freunde. Das letzte Update zum Fahrradwohnwagentreffen, welches ja in nicht mal oder gerade mal so 2 Wochen stattfindet. Jetzt ist allerhöchste Eisenbahn zum Anmelden. Also wer sich jetzt nicht mehr anmeldet hat, dann werde weniger Pech gehabt. Wir können nur die angemeldeten Personen berücksichtigen, ausgenommen sind Tagesgäste. Wenn ihr nur zum Besuch vorbeikommen wollt, spielt keine Rolle, braucht euch nicht anmelden, aber für die Übernachtung ist die Anmeldung dringend notwendig. Sonst könnt ihr nicht auf der Wiese übernachten. Ja, und ihr seht, wir haben heute ein großes Fest vor uns und gleichzeitig ist das für mich die Generalprobe, weil ihr seht ja auch, ich habe hier noch ein zweites Festzelt, das habe ich schon mal aufgebaut, aus eigener Tasche bezahlt und gleich zu Beginn des Videos möchte ich euch den Hauptsponsor mal präsentieren, weil der unterstützt uns nämlich hier bei gewissen Aktivitäten, wie zum Beispiel bei der Stromversorgung. Ich habe hier hinten schon mal ein richtig fettes Solarpanel hingebaut, neu auf dem Markt von Allpowers. Allpowers ist für mich mittlerweile überhaupt der Marktführer geworden. Die haben so viel Auswahl, so gute Stationen. Vom Preis-Leistung sind die deutlich unter dem, was man üblicherweise kennt. Und schaut euch mal dieses fette Teil an. Diese Station wird auch beim Fahrradwohnwagentreffen dastehen. Und je nachdem, ob die Sonne ausreichend scheint, ja, können wir jetzt hier zum Beispiel Akkus nachladen oder halt auch die Discoanlage dranhängen, die jetzt hier hinten schon wieder am Start ist. Allerdings werde ich diesmal die Musik ziemlich leise lassen oder maximal für Durchsagen, je nachdem. Beim letzten Mal war sie halt zu laut und da gab es ein bisschen Kritik. Ja, diesmal machen wir das nicht so und ich habe auch bessere Musik gewählt. Wir haben ja diesmal Radio Zeitz vor Ort und der hat sowieso bessere Musikwahl. Musikauswahl, ich habe leichte Wortfindungsschwierigkeiten bei 32 Grad im Schatten, ist das auch nicht verwunderlich. Ich würde sagen, für so ein Festival, man kann es ja schon Festival nennen, wir sind ja weit über 100 angemeldete Teilnehmer und dazu kommen noch die Gäste, ist es noch zu klein. Also man bräuchte theoretisch noch Zusatzakkus, die kann man hier, soweit ich das erkennen konnte, auch dran stöpseln. Ich habe mich leider mit den technischen Daten jetzt noch nicht so krass auseinandergesetzt, aber ihr findet alle Angaben, wenn ihr da unten auf die Videobeschreibung klickt, selbst heraus. Ich kann euch nur so viel verraten, man hat hier 3000 Watt, die man aus den Steckdosen herausziehen kann, gleichzeitig kurzzeitig bis 6000 Watt. Also man kann hier nicht nur die Discoanlage betreiben, hatte ich ja schon gesagt, sondern auch einen Kühlschrank habe ich dran. Den hatte ich ja letztes Jahr auch mit dabei, auch extra fürs Fahrrad- und Wagentreffen gekauft. Da gab es Energy Drinks. Was hat das Teil an Leistung? Gute Frage, ich finde es gerade nicht, aber so um die 150 Watt. Ja, und dann habe ich hier noch etwas Cooles stehen, nämlich die Kaffeemaschine. Da, es gibt nämlich gratis Kaffee für all diejenigen, die eine Tasse beim Camper Marco kaufen. Also nicht die Tasse von mir, die es ja für einen Sonderpreis von 10 Euro gibt, sondern die anderen Tassen, die Blechtassen mit dem Logo drauf. Ja, jeder, der so eine Tasse kauft, kriegt das ganze Wochenende Kaffee aus dieser Kaffeemaschine. Muss ich jetzt noch einschalten. Und man kann aber auch für 5 Euro Flatrate sich auch, ja, so Sachen, den Kaffee fürs komplette Wochenende gönnen, von Freitag bis Sonntag. Wir sorgen immer dafür, dass das komplett gefüllt ist. Wenn sie leer ist, muss man halt kurz warten, bis sie wieder durchgelaufen ist. Ja, das ist zumindest unser Ziel. 1200 Watt. Also wir können die Powerstation mal testen. Hallo, mein Schatz. Hallo. Und insgesamt herausfinden, wie viel Watt aus der Station entnommen wird, wenn diese Kaffeemaschine, der Kühlschrank und die Discoanlage gleichzeitig dran sind. So, schauen wir mal, ob das jetzt hier funktioniert. Lampe leuchtet schon mal. Ja, das läuft jetzt hier immer zirkulierend durch, dauert glaube ich 40 Minuten und dann ist der Kaffee fertig für 40 Tassen. Die Station ist übrigens echt schwer. Es gibt noch eine andere, auch in der Größe, etwas größer sogar, da sind Rollen dran montiert, finde ich persönlich viel besser. Ich habe die Station erst gestern bekommen, deswegen habe ich noch keine Zeit gehabt, mich damit zu beschäftigen. 12 Volt Anschlussmöglichkeiten gibt es auch jede Menge und hier drüben die ganz normalen USB-Stecker. Also wer Handys laden will und so, kann das hier an der Station auch machen. Ja, schauen wir mal, was das Display jetzt hier sagt. Entnommen werden gerade 1300 Watt. Und die 400 Watt Solargeschichte liefert gerade 223 Watt. Das liegt daran, die ist jetzt in die Richtung ausgerichtet, aber die Sonne ist da. Die wandert im Laufe der Zeit hier rüber und ich habe die jetzt deswegen dahin gebaut. Also wir werden bestimmt irgendwann auch über 300 Watt hier bekommen. 400 Watt denke ich mal nicht. Ja, solange der Kaffee jetzt hier läuft, wird natürlich jetzt die Prozentzahl hier abnehmen und wenn die dann durchgelaufen ist, dann steigt das wieder.
weil ohne die Kaffeemaschine habe ich hier wahrscheinlich so nur um die 200 Watt, wenn überhaupt, an Energieentnahme. Nach der Feier geht es hier im Video weiter, denn ich habe nämlich noch ein paar coole Sachen, die ich euch auch zeigen möchte, damit ihr wisst, auf was ihr euch einlasst. Ein Tag später, Party ist vorbei, wir hatten sehr viel Spaß. Das Zelt hier hat treue Dienste geleistet, nicht wegen Regen, sondern eher wegen Sonne. Und ich denke, wenn wir so ein sonniges Wetter haben werden, wie das jetzt aktuell der Fall ist, werden wir das genauso hinstellen. Beim anderen Zelt machen wir vielleicht doch die Plane ringsherum, mal sehen. Und ja, mal schauen, ob wir genug Bierbänke bekommen, weil die sind nicht mir, die habe ich jetzt auch bloß geliehen, die muss ich auch wieder abgeben. Und falls nicht, also bringt auf jeden Fall jeder einen Stuhl mit, falls es regnen sollte, dass wir uns drunter setzen können, ja. Tische müsst ihr auch improvisieren, also bringt euch irgendeinen Campingtisch mit, einen kleinen oder so. Ein paar Bierbänke werden wir mit Sicherheit organisiert bekommen durch den Verein in Luckenau. Die haben da welche, aber ich weiß nicht, ob die ausreichend haben. Ja, man kann hier theoretisch so quer Bänke reinstellen. Und dann haben hier einige Menschen Platz. Und dann haben wir noch das große 8x6 Meter Zelt. Das hier ist 8x4 Meter. Genau, so finde ich auf jeden Fall klasse, dass wir jetzt zwei Zelte haben. Und was ich auch klasse finde, ist, dass wir diesmal Duschgelegenheiten haben. Das ist das Outwell Zelt, welches durch Spendengelder von euch bezahlt wurde. Das steht auf jeden Fall vor Ort. Und ich habe hier noch dieses Teil reingestellt. Ja, da habe ich noch ein privates. Und das hier, das ist halt so ein Pumpsack. Da muss man sich Wasser warm machen, wenn man warmes Wasser haben möchte zum Duschen. Das füllt man dann da rein und dann kann man mit so einem hier Pumpdings mit dem Fuß Druck reinpumpen und dann kann man sich hier abbrausen. Das Schöne bei dem Zelt ist, man hat hier eine Umkleidekabine, also die andere Seite kann man dann hier so zumachen. Das ist, glaube ich, Magnetverschluss. Und dann kann man sich hier schön umziehen drin oder ausziehen und zumachen und dann duschen. Ich habe mir überlegt, ich werde sowas wie Wimpel oder so draußen dran befestigen. Und wenn jemand duscht, nimmt er den Wimpel mit rein, sodass jeder weiß, okay, Duschzelt ist gerade besetzt. Ja, und da wir ja schon über 100 Teilnehmer sind und vielleicht mehr als nur ein, zwei Leute duschen wollen, habe ich mir überlegt, brauchen wir zwei Duschzelte. Und da steht schon das nächste. Habe ich jetzt auch aus eigener Tasche bezahlt. Ist jetzt ein anderes von King Camp. Ich wollte auch selber mal vergleichen, ob so ein teures wirklich so viel besser ist als so ein relativ günstiges. Wobei das auch nicht so günstig war. Es war auch, glaube ich, 150 Euro oder so. Aber das Outwell kostet über 200 Euro. Ja, und ich muss sagen, mir gefällt das sogar fast mehr. Also es ist nicht wirklich viel minderwertiger. Die Gestänge sind etwas dünner. Hier oben ist sogar noch so eine Querstange, beidseitig. Ach, die Wespen nerven auch hier. Das hat das Outwell nämlich nicht. Dadurch steht das hier sogar noch stabiler. Insgesamt, man merkt schon, das ist etwas höherwertig verarbeitet. Auch so die Fußbodenbereiche hier. Hier ist so eine Zeltmatte drin. Hier drüben in dem Duschbereich ist das ringsherum offen. Ja, hier sind auch noch so Taschen. Da oben Haken. Hier auch kann man sich was dranhängen. Und auch hier die Duschdinger einklinken, also die Pausen. Und ich habe noch Seife bestellt, ist auch schon da. 1 Liter war es, glaube ich. 1 Liter Seife. Ich hoffe, das reicht. Ja? Also geht sparsam mit der Seife um. Ihr müsst die Seife nehmen oder euch selber welche mitbringen, die, umweltfreundlich ist. Also die man halt getrost irgendwie halt mal in der Wiese versickern lassen kann, ohne dass da was passiert. Wie heißt denn die Seife? Gibt es extra so eine Bezeichnung? Ich verlinke euch die Seife in der Videobeschreibung. Wenn ihr sowas selber kaufen wollt, dann könnt ihr das da finden. Ja, und dann habe ich noch extra so einen Seifenspender, so eine Druckflasche habe ich jetzt vorne liegen. Ist nicht so schlimm. Also die hänge ich dann hier noch rein. Ich habe zwei Stück gekauft und da passt halt eine Menge Seife rein und dann kann man das mal nachfüllen. Ja, wenn es alle ist, dann tue ich doof. Also bringt vorsichtshalber eigene Seife mit. Ich habe so weit es geht dran gedacht, an alles Mögliche, aber ich weiß halt nicht, wie viel Seife ich brauche und ich will auch nicht über die Stränge schlagen. Also nicht hier, dass ich 10 Flaschen kaufe und dann werden bloß 2 gebraucht. Ist natürlich auch doof, weil das Zeug verbrauche ich ja selber alleine gar nicht. Ja, das dazu. Ihr müsst euch jetzt wirklich anmelden, wenn ihr es noch nicht getan habt. Letzte Chance. Na? Damit wir das Ganze auch organisatorisch etwas besser planen können. Ich muss auch nochmal der Stadt melden, wie viele Teilnehmer wirklich kommen. Und dann müssen wir natürlich auch wissen, wie viel Würste und so. Wir werden selber grillen. Der Marco, ich und Tino, wir übernehmen den Grill. Samstagabend gibt es Würste für 2 Euro und Steaks für 3 Euro mit Beilagen und sowas. Lassen wir uns noch was einfallen. Brötchen und so, Ketchup, alles dabei. Das machen wir selbst. Ja. Wenn ihr selber was mitbringen wollt zum Essen, geht das natürlich. Es werden auch Mülltonnen stehen, die bitte benutzen. Ganz klar, ein bisschen Mülltrennung machen. Ja. Gelbe Tonne und Restmüll.
Und ansonsten, also ihr solltet nicht unbedingt gleich ganze Bierkästen mit hinschleppen und dann die ganze Belegschaft versorgen, weil es halt billiger ist, ganz klar. Aber ihr müsst auch wissen, wir haben uns extra hier so ein Bierzelt organisiert oder so ein Bierwagen sogar. Und der Verein wird das alles für kleines Geld verkaufen. Die machen nicht viel Gewinn dran, aber ja, es wäre schön, wenn ihr von denen auch das Bier kauft oder nicht nur Bier, die haben ja alles mögliche an Trinken. Also nicht hier mit Bierkästen, das ist nicht gern gesehen. Wenn da Bierkästen rumstehen zur Selbstbedienung, nee, das bitte nicht. Wenn ihr selber euch für den Eigenbedarf ein paar Flaschen kauft, ja, könnt ihr machen, wie ihr wollt. Wir würden uns trotzdem freuen, oder der Verein freut sich, wenn ihr natürlich hin und wieder auch das Bier oder das Getränk bei denen kauft. Und genauso ist es mit dem Essen. Der Imbisswagen vom Radio Zeitz Team, vom René, heißt René, ja, der steht auch da und der wird sich auch so kümmern. Vielleicht gibt es auch Kuchen Samstag, das ist noch nicht hundertprozentig geklärt, also Kaffee trinken mit Kuchen. Und dann haben wir ja diese Kaffeemaschine, ich habe sie jetzt hier hinten gestern auch benutzt. Auch aus eigener Tasche bezahlt, das ist so eine riesen Monster-Kaffeemaschine. Hier passen laut Anzeige 40 Tassen rein. Ja, und die wird halt grundsätzlich immer gefüllt sein mit Kaffee. Ja, und wer jetzt hier so eine Kaffee-Flatrate haben will, 5 Euro, kann man dann von Freitag bis Sonntag sicher immer Kaffee rausnehmen, so viel man möchte. Auch hier ganz logisch, man muss es aber ansprechen, es geht nur so ein bisschen auf Vertrauensbasis. Nicht, dass ihr selber dann halt die 5 Euro bezahlt und dann, was ich, 10 weitere Leute mit Kaffee versorgt. Das geht natürlich nicht. Ja, wir werden das mitkriegen, wir kriegen das mit. Und wenn wir das mitkriegen, ja, dann schmeißen wir die Leute raus. Also die jetzt andere Leute verarschen, sind nicht willkommen. Alle anderen sind natürlich stark willkommen. Ja. Wenn du wissen willst, ob deine Anmeldung eingetroffen ist, die Teilnehmerliste befindet sich jetzt auf der Homepage vom Fahrradwohnwagentreffen. Aus Datenschutzgründen nur der Vorname und vom Nachnamen ein Buchstabe. Ja, so habe ich das jetzt geregelt. Falls sich trotzdem jemand stört, dass sein Vorname da zu finden ist, kann er sich bei mir melden, dann lösche ich das raus. Aber ich denke mal, so ist das okay. Falls du jetzt immer noch Fragen haben solltest, die noch nicht irgendwie in eines der Updates geklärt wurden oder auf der Homepage, die da unten verlinkt ist, geklärt oder beantwortet werden, nutzt doch bitte die Kommentarfunktion. Ja, ansonsten würde ich sagen, für alle, die sich nur für das Update interessieren, ist das Video an der Stelle zu Ende. Diejenigen unter euch, die noch gerne mehr Informationen über die Powerstation haben wollen, die ich ja gestern mal kurz hier gezeigt habe, völlig planlos, die können jetzt noch dranbleiben. Ich habe mir noch ein paar Sachen rausgeschrieben. Ich habe die ja gestern nun auch schon intensiv getestet, indem ich die Musikanlage dran hatte, den Kühlschrank, die Kaffeemaschine. Wir haben Handys geladen. Ja, habe ich so einiges an Erfahrung sammeln können. Wir gehen jetzt mal darüber und dann zeige ich euch das mal, was ich jetzt noch dazu herausfinden konnte. Bloß nicht nachmachen. Bei so einer Hitze, so eine Station mitten in die knallende Sonne stellen. Kurzzeitig geht das, aber nicht während des kompletten Ladeprozesses oder allgemein, wenn man sie gebraucht. Ich hatte gestern neben der Kaffeemaschine, die so über 1000 Watt zieht, permanent die Discoanlage dran und so im Durchschnitt 300 Watt rausgezogen. Und die Solarleistung war so um die 200 Watt, weil ja die Sonne ist dann da hinten immer weiter rüber gewandert und dann stand das Panel auch wieder teilweise im Schatten. Jetzt habe ich mir ein Verlängerungskabel noch dazu bestellt, weil ich habe festgestellt, man hat viel weniger Spielraum oder man hat gar keinen Spielraum, wenn man bloß dieses Originalkabel nutzt. Schaut mal, wie lang das ist. Das ist dabei gewesen, 1,30 Meter würde ich sagen oder 1,50 Meter maximal und dann noch die Anschluss. Kabel zu dem Solarpanel. Also ich habe mir jetzt ein 12 Meter Kabel dazu bestellt, weil die Station einfach mal von A nach B umtragen, das macht keinen Sinn. Die wiegt richtig viel. Ich glaube über 40 Kilo. Da habe ich vergessen jetzt rauszuschreiben, wie viel sie wiegt. Auf jeden Fall habe ich mir jetzt rausgeschrieben, dass man sie tatsächlich mit 2000 Watt laden kann. Und zwar unabhängig, ob mit Steckdose oder Solar oder beides kombiniert. 2000 Watt ist die Ladeleistung, die maximale. Das ist richtig geil, also richtig gut. Das heißt, man kann diesen großen Speicher hier mit 3,5 kW den kann man einfach mal in 1,5 Stunden vollladen. Das ist ein LiFePO-Speicher. Das heißt, jetzt sind die längerlebigen, also 6000 Ladezyklen oder noch mehr halten die aus. Man hat ja auch 6 Jahre Garantie. Also so wie dazu, Allpowers hat halt wirklich sich gemacht. Die müssen sich überhaupt nicht mal verstecken von den ganzen Werten. So eine Station kostet natürlich einiges, aber es gibt natürlich wieder einen fetten Rabattcode. Findet ihr alles in der Videobeschreibung. Wenn ihr da unten unter dem Video die nicht findet, da ist so ein Text und da steht daneben mehr Anzeigen. Wenn ihr da draufklickt, geht die Videobeschreibung auf. Der erste Kommentar, da findet ihr auch die Information, den Link zu dieser Homepage oder zum Amazon-Shop, glaube ich. Und der Rabattcode steht auch drin. Könnt ihr nochmal Geld sparen, wenn ihr sowas sucht. Ja, was habe ich mir noch aufgeschrieben? Man kann beliebige Solarpaneele anschließen. Zwischen 12 Volt und 150 Volt müssen die produzieren. Das ist ein richtig gutes Spektrum. Bei vielen geht es erst bei 30 Volt los und hört dann schon wieder bei 60 Volt auf. Also hier hat man richtig viele Möglichkeiten.
Ja, und wie gesagt, bis zu 2000 Watt Ladeleistung kann man hier reinschicken. Für die ganz verrückten Technikfreaks gibt es auch eine App-Funktion. Also man kann das Handy hier mit dieser Station koppeln und dann sämtliche Parameter ablesen. Ich weiß, manche wollen natürlich jetzt von mir sehen, wie ich die App nutze, wie man alles das einstellt, was man alles ablesen kann und so weiter. Ach, da bin ich einfach der Falsche. Also ich gebe gerne meinen Eindruck wieder und das, was ich so weiß an Wissen. Aber gerade so Apps und so, da beschäftige ich mich nie damit. Das ist einfach, ich kann mich damit nicht so richtig anfreunden. Ich habe das bei keiner Station bisher wirklich gemacht, weil das für mich kein Mehrwert ist. Ich kann hier alles ablesen, was ich ablesen möchte an diesem Display und die App. Ja, wenn man nicht direkt zur Station laufen möchte, sondern mit dem Handy halt bequem auf dem Sofa sitzt, dann ist das natürlich sinnvoll, wenn man so eine App nutzt. Aber ich laufe halt zu einer Station, wenn ich wissen will, wie viel hat die jetzt geladen, und dann weiß ich es auch. Wir gucken nochmal hier hinten drauf. Ihr seht ja nochmal alles, was man so wissen muss auf diesem Typenschild. Ja, macht einfach Standbild, könnt ihr euch das selber mal ablesen. Auch die Arbeitstemperatur. Hier drin sind auch Akkus verbaut, die sich selber erhitzen, wenn man das Teil in Kälte stehen hat. Das ist auch sehr gut, weil das nämlich dann dadurch ein höheres Spektrum ermöglicht. Also man kann das hier, wo steht es, zwischen 0 und 40 Grad kann man das laden und rausnehmen, also Strom entnehmen, zwischen minus 10 und 40 Grad. Ja, jetzt habe ich gerade hier wirklich Sonne drauf, also ich sollte sie langsam mal in den Schatten stellen. Was ist das? Ich hatte das mal bei einer anderen Station und da konnte man Zusatzakkus dran stecken. Das sah ähnlich aus. Die überwacht wurden. Hier sind ja auch kleine Kontroll-, was weiß ich, Stecker hier drin. Ich kann es euch nicht sagen. Ich habe das nirgendwo finden können. Ohne Mist. Ne? Ich weiß nicht, was das sein soll. Eigentlich ist das hier hinten alles der Eingang. Steht ja da. 12 Volt bis 150 Volt. 40 Ampere maximal. Das ist der Solarleitereingang. Hier oben ist noch so eine Reset-Taste. Falls mal irgendein Überspannungsschutz oder Schutzmechanismus auslöst, kann man das hier resetten. Und hier oben ist ganz normal der 32 Volt Ladeeingang von der Steckdose. Erneut einen Tag später, ich habe vergessen, Tschüss zu sagen. Ich habe das ein bisschen durcheinander gefilmt. Ja, das Zelt werde ich heute noch abbauen und dann in spätestens 2 Wochen wird es wieder aufgebaut. Wir haben auch fleißige Helfer vor Ort. Danke erstmal dafür, für alle die, die sich angeboten haben, mitzuhelfen. Wir sind, glaube ich, mehr Helfer, als wir brauchen, aber lieber etwas mehr als wenig. Ja, ich freue mich auf euch. Also wird mit Sicherheit ein richtig cooles Wochenende, wobei wir ja schon eigentlich so Dienstag, Mittwoch anfangen für die Ersten, die eintrudeln. Aber die Veranstaltung selbst geht ja erst am Freitag los. Sonntag bis mittags und danach ist wieder Abreise. Muss alles aufgeräumt werden und so. Aber da haben wir uns auch schon gekümmert. Ja, ich freue mich und ich bin schon total aufgeregt. Ja. Ah, da kommst du doch endlich. Bist du sonst immer zu sehen in jedem Video. Und heute, ja, passt nicht. Meine Miets im Hintergrund erinnert mich gerade dran. Wir machen ja noch diese Tombola. Die Einnahmen von dem Loseverkauf werden in Form einer Futterspende wieder einem Tierheim gespendet. Ja, das werde ich dann alles wieder dokumentieren. Und es gibt nämlich neue Preise. Ihr findet alle Preise, die man so gewinnen kann, auf der Homepage aufgelistet. Zumindest die Sponsoren. Und ja, ein Hauptpreis kam jetzt hinzu. Ich hatte sie angekündigt, dass ich eventuell wieder ein Pedelec von mir aus also geben werde. Und das werde ich auch umsetzen. Einfach. Das Leben besteht aus Geben und Nehmen, ihr wisst ja, und ich möchte auch mal was geben. Ja, das werdet ihr demnächst hier auf meinem Kanal auch sehen können, welches Pedelec das ist. Das ist nagelneu, habe ich erst zusammengebaut und schon getestet. Ja, seid gespannt. Danke fürs Zuschauen nochmal. Ciao, bis zum nächsten Mal, euer Jörg.